Im Vatikan hat das Konklave zur Wahl des Nachfolgers von Papst Benedikt XVI. Begonnen. Abgeschottet von der Außenwelt wählen 115 Kardinäle in der Sixtinischen Kapelle den 266. Papst in der Geschichte der katholischen Kirche. Laut Buchmachern stehen die Chancen für den italienischen Kardinal Angelo Scola am besten. Unter den Favoriten ist auch Odilo Scherer aus Brasilien, der deutsche Wurzeln hat. Bei den Wetten auf den Namen des künftigen Papstes führen Leo, Peter und Gregor. Wer Nachfolger des deutschen Josef Ratzinger als Heiliger Vater werden will, muss mindestens 2/3 der Kardinäle im Konklave hinter sich bringen. Das Wahlergebnis wird traditionell per Rauch mitgeteilt. Weißer Rauch bedeutet, dass es einen neuen Papst gibt. Bei schwarzem Rauch wurde die notwendige Mehrheit von 77 Stimmen verfehlt. Am ersten Tag ist ein Wahlgang angesetzt. In den folgenden Tagen wird je 2-mal vormittags und nachmittags abgestimmt.